Ja, ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Ich bin Annette Görlich und die Böll-Stiftung Baden-Württemberg ist die grüne politische Stiftung in Baden-Württemberg. Wir sind den Zielen und Werten von Bündnis 90 die Grünen verbunden, sind aber unabhängig und arbeiten eigenständig. Wir wollen gesellschaftliche Auseinandersetzungen voranbringen, Impulse bieten, Begegnungen, Austausch und Vernetzung ermöglichen und die Teilhabe und die aktive Teilnahme stärken. Und mit dieser Veranstaltung heute feiern wir etwas Besonderes, nämlich den 30. Geburtstag des Forums Soziale Technikgestaltung beim DGB Baden-Württemberg. Und wir feiern das nicht an irgendeinem Tag, sondern an einem anderen Geburtstag. Der 8.7. ist nämlich der Geburtstag von, wer weiß es, Ernst Bloch, einer wichtigen Referenz von Welf Schröder. Ernst Bloch ist 1885 geboren. Unsere Veranstaltung heute steht in der Tradition der Veranstaltungsfolge Arbeitswelt trifft Philosophie, Philosophie trifft Arbeitswelt. Und wir werden unterstützt von der Buchzeitschrift Latenz und vom Netzwerk Sozialer Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt. Auf die kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Zum Ablauf heute und zu Ihren Beteiligungsmöglichkeiten. Schon während dem Vortrag von Welf Schröter können Sie sich per Chat zu Wort melden. Die Debatte eröffnen wir dann im Anschluss. Entweder Sie schreiben dort auch Ihre Fragen oder Bemerkungen auf, also im Chat, oder Sie melden sich im Chat mit einem Sternchen, dass Sie gern mündlich sich zu Wort melden wollen, dann können wir Sie oder Sie können sich dann, wenn die Debatte beginnt, entstummen und sprechen. Hat jemand Fragen zum Ablauf oder ist alles klar? Gut, dann darf ich beginnen mit der Vorstellung von Welf Schröter. Viele kennen ihn als den Initiator und Moderator des gewerkschaftsnahen Personennetzwerkes Forum Soziale Technikgestaltung, das er genau vor 30 Jahren mitgegründet hat. Dieses Forum unterstützt und vernetzt Betriebs- und Personalräte auf dem Weg in die Wissensgesellschaft. Welf Schröter ist Netzwerker. So habe ich ihn auch kennengelernt. Er hat beispielsweise auch das Netzwerk Sozialer Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt mit ins Leben gerufen, in dem wir gemeinsam arbeiten. Er ist außerdem Autor zahlreicher Aufsätze und Herausgeber von vielen Fachpublikationen, um nur einige zu nennen. Der mitbestimmende Algorithmus, darauf kommen wir zu Ende der Veranstaltung nochmal zu sprechen. Oder Anatomie des Menschen, Anatomie der Systeme, Identität in der Virtualität. Und er ist Moderator des Blogs Zukunft der Arbeit, den ich allen sehr ans Herz legen kann, die ihn noch nicht kennen. Und er ist Mitherausgeber der Buchzeitschrift Latenz, in der der Beitrag erschien, aus der uns Welf Schröter heute lesen wird. Dieses Latenz-Cover sieht so aus und darin befindet sich, wie gesagt, der Beitrag heute von Welf Schröter. Ja, dieser Beitrag trägt die Überschrift zur notwendigen Demokratisierung des Algorithmus. Steigen wir also ein mit einer Erklärung, was ein Algorithmus eigentlich ist.
Wir wissen, dass er uns ständig begleitet. Er entscheidet darüber, wie unsere Kreditwürdigkeit eingeschätzt wird, welche Chancen wir auf dem Wohnungsmarkt haben, ob wir für eine Stellenbewerbung in Betracht gezogen werden. Es handelt sich bei einem Algorithmus um eine Abfolge von Regeln, die beispielsweise bei einem Navi den schnellsten Weg berechnet. Bei einer Suchmaschine entscheiden die Algorithmen über die Abfolge der angezeigten Ergebnisse. Man kann es sich vorstellen wie eine Anleitung von einem schwedischen Möbelhaus, den Namen will ich jetzt nicht nennen, zum Aufbau eines Regals. Und jeder von uns weiß, wie viele Tücken sich dahinter verbergen können. Wilf, du hast in einem Interview mit Verdi Publik von einem Softwarehaufen geredet. Magst du uns das mal genauer erklären, was du darunter gemeint hast? Das will ich versuchen, aber zunächst möchte ich mal mich dafür bedanken, dass es möglich wird, dass wir so eine gemeinsame Veranstaltung durchführen. Und ich freue mich auch, dass heute eine ganze Reihe Kolleginnen und Kollegen aus Betriebs- und Personalräten, aus der Wissenschaft, aus der Bildungsszene heute bei der Veranstaltung dabei ist. Willkommen und das freut mich sehr. Zu deiner Frage. Das Wichtige ist, dass wir im Umgang mit Digitalisierung und mit Technik und Technikwissenschaften und Wissenschaften überhaupt zwar einen gewissen Respekt haben, aber keinen übergroßen Respekt haben. Ich halte es nicht für gut, wenn man geistig auf den Knien liegt, wenn man irgendjemanden begrüßt, der einen Titel hat oder der sagt, er sei ITler oder ITlerin. Ich denke, man muss dazu beitragen, die Menschen auf gleicher Augenhöhe zu begegnen und dann auch das notwendige Selbstbewusstsein zu haben und zu behalten, sich entsprechend auszudrücken und seine Wünsche und Anforderungen zu artikulieren. Deswegen benutze ich ganz bewusst, gerade dort, wo ganz edle und wunderbare Softwareentwicklungen stattfinden, das etwas umgangssprachliche Wort ein Softwarehaufen, weil es mir darum geht, die Sache etwas zu vereinfachen und ein bisschen den Heiligenschein wegzupusten, es handhabbar zu machen. Software ist von Menschen gemacht und kann von Menschen gestaltet werden. Es ist nichts Überirdisches, nichts Kosmisches, nichts Göttliches, sondern es ist etwas Alltägliches. Und bezogen auf das Wort Algorithmus und auch auf das Wort Softwarehaufen, wir müssen es runterholen auf die Ebene der Menschen, die damit umgehen und umgehen wollen. Sie sollen es würdigen, aber sie sollen es nicht in falscher Weise respektieren. Sie sollen auf gleicher Augenhöhe damit agieren und sie sollen den Mut haben, immer noch sich einzumischen. Deswegen gehört zu der gesamten Debatte auch immer eine Portion Ermutigung. Viele haben vor dem Wort Digitalisierung und das, was dahinter steckt, einen Heidenrespekt und halten das für undurchdringlich und kaum überschaubar. Nein, es ist Technik von Menschen gemacht, von Menschen gestaltbar. Und in diesem Sinne sollten wir souverän damit umgehen. Und das Stichwort Softwarehaufen ist einfach der Versuch, das ein bisschen kleiner zu machen und den Menschen davor ein bisschen größer, ihm eine kleine Portion Selbstbewusstsein zurückzugeben. Ja, du hast es gerade gesagt, die Technik ist von Menschen gemacht und deswegen sollen wir uns auch immer vergegenwärtigen, dass technische Entwicklungen nie neutral sind. Auch wenn es anders scheint und das wirst du uns jetzt auch ausführen. In dem Text, den Annette Görlich vorhin angesprochen hat, der beginnt damit, dass ich dort eine Aussage treffe, die sagt, Technik ist politisch, der Algorithmus ist politisch. Das ist momentan eine sehr zugespitzte Formulierung, hinter der ich allerdings auch stehe. Ich glaube, wir müssen bei dem Umgang mit Technologien, beim Umgang mit Digitalisierung und allen Varianten von Softwareentwicklung davon ausgehen, dass Technologien immer zeitbezogen sind. Sie sind Ausdruck ihrer jeweiligen Zeit. Sie sind Ausdruck der jeweiligen Verhältnisse in der Gesellschaft zwischen Demokratie und Herrschaft, zwischen Markt und Einflussmöglichkeiten. Und jede Technologie ist Ausdruck dieses Demokratie- bzw. Herrschaftsverhältnisses.
Insofern wirken dort immer bewusst oder unbewusst alle möglichen Werte, Rahmenbedingungen, ethische Positionen und rechtliche Besonderheiten in diese Technikentwicklung hinein. Das ist auch richtig so. Und das Entscheidende ist nur, in dem Augenblick, wo wir Technik als etwas Politisches begreifen und auch Algorithmen oder den Algorithmus als etwas Politisches begreifen, dann ist der Gedankengang sehr viel leichter zu sagen, gut, dann müssen wir diese Produkte, diese Leistungen, diese Erforschungen auch einem Demokratieprozess unterstellen. Das heißt, wir müssen diese Politik in unserem rechtsstaatlichen, parlamentarischen und sonstigen Sinne pluralisieren, demokratisieren. Ein Algorithmus ist kein außerrechtlicher Raum außerhalb der Gesellschaft. Er steht nicht außerhalb der Verfassung. Ein Algorithmus, wie jede andere Technik, ist Teil dieser Gesellschaft. Und wir wissen es aus vielen Diskussionen und aus der Entstehungsgeschichte des Forums Soziale Technikgestaltung wissen wir auch, dass insbesondere die Männer am Anfang etwas irritiert waren, als taffe, sehr kluge und selbstbewusste feministische Naturwissenschaftlerinnen uns sozusagen eine gewisse Richtung gegeben haben, indem sie gesagt haben, ihr müsst eure Technik auch begreifen. Das ist auch ein Unterschied, ob Männer Technik entwickeln oder ob kluge Frauen Technik entwickeln und dass da natürlich unterschiedliche Werte drin sind. Und das ist etwas, was wir in den letzten 30 Jahren der Arbeit des Forums Soziale Technikgestaltung auch gelernt haben, zu begreifen, dass diejenigen, die Technik entwickeln, natürlich diesen Entwicklungen, diesen Produkten ihre Wertungen, ihre ethischen Dispositionen mitgeben. Das ist gut so. Und darüber muss man reden, aber das Entscheidende ist, man muss es transparent machen, man muss es erkennbar machen. Es ist von daher nicht zu akzeptieren, wenn ein Arbeitgeber kommt und dem Betriebsrat oder Personalrat sagt, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, die Technik ist neutral und die wird einfach so eingeführt. Ja, da wird ein Betriebsrat, eine Personalrätin sofort sagen, ja, das ist eben gerade nicht so. Möglicherweise sind da Interessen mit eingewoben oder Verständnisse oder kulturelle Bedingungen, die für manche Menschen so nicht akzeptabel sind oder die sich auch einer Demokratie- und Rechtsstaatsprüfung nicht unterzogen haben und die vielleicht diese auch nicht standhalten. Und insofern ist das Wichtige, und das ist einer der Kernelemente von 30 Jahren Forum Soziale Technikgestaltung, immer zu verstehen, dass Technik Ausdruck von gesellschaftlichen Verhältnissen ist. Und dass eine Demokratisierung, eine weitere Demokratisierung von Gesellschaft es ermöglicht, auch Technik demokratischer zu machen und umgekehrt, dass Versuche, Technikgestaltung weiter zu demokratisieren, auch dazu beiträgt, Gesellschaft demokratischer zu machen. Das ist ein Wechselverhältnis. Jetzt ist dein Ton aus. Danke. Also, du sagst, wir müssen es transparent machen und es ist ein Wechselverhältnis zwischen Demokratie in der Gesellschaft und Technik demokratisieren. Aber inwieweit ist denn diese Technik überhaupt noch rückpolbar, gestaltbar und korrigierbar? Es scheint schon so übermächtig. Das ist eine Diskussion, die uns ebenfalls schon seit mindestens 30 Jahren begleitet. Als wir mit unseren Arbeiten angefangen haben, gab es noch eine sehr lebendige Diskussion, die sich damals um das Thema Technikfolgenabschätzung gekümmert hat. Ein Wort, was lange Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ein großes Politikum war, wo darum gerungen wurde, wo die einen fürchteten, dass Technikfolgenabschätzung ein Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit sei. Die anderen entgegneten, nein, das ist aber ein Eingriff in die Anwendungsfreiheit. Und das bedeutet, man muss mal danach schauen, was steckt an Begriffen in der Technikfolgenabschätzung mit drin. Und ein ganz entscheidender Begriff damals war der Begriff der Rückholbarkeit technischer Anwendungen und technischer Entwicklungen. Dieser Begriff Rückholbarkeit bezog sich damals allerdings auf völlig andere Technologien, die damals gesellschaftspolitisch außerordentlich umstritten waren. Das war auf der einen Seite die Atomkraft bzw. Kernkraft und auf der anderen Seite
bestimmte Teile der Pflanzengenetik, wo man die Befürchtung hatte, wenn man die auf der Schwäbischen Alb ausbringt und die sich dort vermehren, dass sie dann irgendwie nicht mehr rückholbar sind und dass die Maisfelder rüberfliegen in die Weizenfelder und daraus etwas ganz anderes entsteht. Dieser Begriff der Rückholbarkeit, den holen wir jetzt wieder zurück und führen ihn in die aktuelle Diskussion ein. Nicht nur diesen, sondern auch andere Begriffe aus der Technikfolgenabschätzung, weil wir sagen, wir sind bei der Entwicklung der Digitalisierung an einem Punkt angelangt, wo es, nennen wir es mal, ein paar Kreuzwege oder Scheidewege gibt. Wir haben auf der einen Seite seit vielen Jahren ein Technikverständnis, das kommt aus unserem Denken aus den letzten 30, 40, 50 Jahren. Dort wurde Technologie entwickelt und in einer Weise umgesetzt, wo man im Kern gesagt hat, wir wollen, dass Technik dazu beiträgt, den arbeitenden Menschen zu unterstützen, ihn im besten Sinne des Wortes zu entlasten. Ich lasse jetzt mal die negativen Implikationen weg und gehe mal nur von einem idealen Zustand aus. Also eine Technikentwicklung, die gut sozialverträglich vorangebracht wurde, die mitbestimmt eingeführt wurde und die auch in kluger Weise umgesetzt wird. Diese Art von Technologie ist eine Unterstützung und wir sind alle in den letzten 40, 50 Jahren groß geworden mit einem Fachbegriff, der diese Unterstützung umreißt. Das ist das Wort Assistenztechnik. Assistenztechnik bedeutete, Technik soll dem Menschen dienen, vereinfacht ausgedrückt, und hatte die Implikation, dass der Mensch, jedenfalls bei einer idealen Umsetzung und bei einer vernünftigen Einführung, immer souverän des Prozesses bleibt. Das heißt, die Person, Mann oder Frau, ist in der Lage zu entscheiden, was macht eine Technik, was soll sie tun, was soll sie nicht tun, wann kann ich sie stoppen und wann kann ich auch bestimmte Prozesse wieder zurückholen. Assistenztechnik war in diesem Sinne ein positiver Begriff und viele, die sich insbesondere in den Betrieben, in den Verwaltungszentren und in den Dienstleistungsbereichen im Rahmen der Mitbestimmung eingesetzt haben, wollten eigentlich eine Humanisierung, eine Verbesserung dieses Typs von Assistenztechnik. Mit dem Beginn der Digitalisierung, also Anfang der 90er Jahre, zumindest was die betrieblichen Wirklichkeiten betrifft, haben wir einen Prozess, der zunächst ebenfalls noch das Thema Assistenztechnik unterstützte und weiterentwickelte. Aber um die Jahrtausendwende herum, 2000, 2001 bis 2003, entstand eine Verschiebung, eine Veränderung. Und hier ist ein anderer Technikbegriff auf den Tisch gekommen, der die Frage der Rückholbarkeit ganz neu stellt und auch für uns bis heute neu stellen muss, nämlich die Überlegung, kann ich das Prinzip einer Vollmacht, was in der Regel immer nur von einem Menschen auf den anderen übertragen wurde, ich gebe eine schriftliche Vollmacht einem Partner und der kann in meinem Namen, wenn ich krank bin, mit dem Arzt reden. Eine Vollmacht ist also eine Rechtsverfügung. Wenn ich jetzt aber diesen Gedanken der Vollmacht auf die technische Ebene übertrage und sage, ich will rechtsverbindlich einen Softwarehaufen beauftragen, in meinem Namen etwas zu tun, aber somit ein eigenes, fast schon gerichtsfestes Subjekt zu werden, dann haben wir es nicht mehr mit einem klassischen Modell der Assistenztechnik zu tun. Und das bedeutet, wenn wir heute über Digitalisierung reden, müssen wir differenzieren, was fällt in den Bereich der Assistenztechnik und was geht in den Bereich einer veränderten Technik, die etwas mit Vollmacht zu tun hat. Das könnte man Vollmachtstechnik nennen oder ich benutze dafür den Begriff der Delegationstechnik. Die Delegationstechnik ist der komplementäre Begriff zur Assistenztechnik. Was wir im Augenblick auf der Softwareseite entwickeln und feststellen können, ist, dass im Bereich der Delegationstechnik wir eine Spaltung haben. Wir haben Softwareentwicklungen, die auf der einen Seite in der Lage sind, im Auftrag des Menschen etwas zu vollziehen, aber das sind begrenzte Vollmachtsmodelle. Da weiß die Spielregel in der Software und ein anderes Wort für Spielregel ist Algorithmus. Da weiß der Algorithmus, was er tun muss und das macht er in einem begrenzten Raum. Die Vollmacht bezieht sich auf eine begrenzte Umgebung mit klar umrissenen Rahmenbedingungen. Wenn wir eine solche Delegationstechnik haben,
dann ist die in der Regel rückholbar. Wenn wir aber einen Algorithmus einsetzen in einer offenen Situation, zum Beispiel in offenen Wirtschaftsbeziehungen, zum Beispiel in offenen sozialen Medien, dann treffen wir auf eine Situation, dass sich diese Art von Delegationstechnik, ja, ich will nicht sagen verselbstständigt, aber verändern kann. Und in dem Maße, wie eine Delegationstechnik in die Lage versetzt wird, ihre eigene Spielregel zu verändern, sich selbst zu verändern. Ich spreche in diesem Zusammenhang von einem sich selbst verändernden Softwarewerkzeug. Wenn wir auf dieser Ebene sind, dann stellt sich die Frage der Rückholbarkeit. Und aus den Gesprächen mit den ITlerinnen und ITlern und auch mit denen, die uns gewogen sind und viel mit uns zu tun haben, wird immer wieder zugegeben, dass sie ab und zu mit Softwareentwicklung zu tun bekommen, wo sie nach einer gewissen Phase des Laufens dieser Software eigentlich nicht mehr wissen, was diese Software macht. Die verzweifelten Versuche, das dann über Bild- und Farbgebung zu rekonstruieren, ist zwar ein gewisser Ausdruck von Hilflosigkeit, aber auch gleichzeitig ein Versuch, das wieder einzudämmen. Aber dieser Typ von Delegationstechnik ist dann nicht mehr in dem Sinne rückholbar. Als wir angefangen haben mit dem Forum Soziale Technikgestaltung, sind wir auf die Software, auf die Digitalisierung zugegangen mit dem Argument, es handelt sich um ein zu 100% gestaltbares und rückholbares Feld von Technikentwicklung und Technikanwendung. Das bezog sich auf das Wort Assistenztechnik. Heute müssen wir feststellen, dass gewisse Teile dieser Delegationstechnik in diesem Sinne nach ihrem Start, nach ihrem Beginn kaum mehr rückholbar sind und wenn dann nur unter allerhöchsten Kosten oder kaum mehr oder gar nicht mehr gestaltbar sind. Und das bedeutet, wir müssen in unserem Umgang mit dieser Technik eine Veränderung anlegen und wir müssen bei der Art und Weise, wie wir Technikgestaltung vorantreiben, mit anderen Gedanken und Kriterien auf dieses zugehen. Du sagst also, wir stehen jetzt an einem Wendepunkt, wo die Assistenztechnik, die sich immerhin noch am Menschen orientiert hat, hingehen zu einer Delegationstechnik, die eben menschenunabhängig funktioniert. Und diesen Prozess, das ist sehr einleuchtend, müssen wir ganz dringend mitgestalten, weil ja, sich eben uns komplett die Kontrolle entzieht und sich möglicherweise das auch gegen uns massiv wenden kann. Die mangelnde Rückholbarkeit eines Teils dieser Delegationstechnik bringt, so komisch es klingt, gleichzeitig einen dialektischen Widerspruch. Das heißt, nach 30 Jahren Forum Soziale Technikgestaltung stehe ich dieser Technikentwicklung nicht pessimistisch oder negativ gegenüber, sondern ich fordere ein, dass man dazu einen demokratischen Prozess der Gestaltung vorantreibt. Ich wende mich also nicht gegen diese Technologie, sondern ich fordere ein, dass sie in einer präziseren und demokratischeren Weise gestaltet wird und in entsprechende Rahmenbedingungen gebracht wird. Diese Technologie ist aus meiner Sicht in einer wunderbaren Weise dialektisch, weil sie eine Anforderung bringt. Sie ist in einer gewissen Weise, wenn man es philosophisch ausdrückt, methodisch radikal. Diese Technologie fordert ein, dass eigentlich alles in irgendeiner Weise digitalisierbar ist. Ich streite mich immer noch gerne mit Informatikerinnen und Informatikern rum über die Frage, ob intuitives Erfahrungswissen digitalisierbar ist. Na, wenn es intuitiv ist, ist es nicht explizit, also kann es nicht digitalisiert werden. Und trotzdem sind sich die Kolleginnen und Kollegen einig, sie würden es irgendwann schaffen. In dieser Diskussion spielt aber etwas mit hinein, was von allergrößter Bedeutung ist. Und das ist ein Lernprozess, den ich selbst in den letzten 3 Jahrzehnten vollzogen habe. Dass natürlich in dem Maße, wie sich insbesondere Delegationstechnik weiterentwickelt, wir gleichzeitig in einer spiegelhaften, dialektischen Weise ein sich veränderndes Menschenbild haben. Denn die Idee, das Denken des Menschen zu digitalisieren und auf einen Rechner zu übertragen,
ist ja letztlich nichts anderes als die Wiederholung eines biblischen Gedankens aus der Genesis. Da will ein Mensch Gott ähnlich sein oder gar Gott spielen. Das ist vielleicht ein bisschen überhöht, aber bei manchen, insbesondere Männern, habe ich den Verdacht, dass das doch im Hintergrund steht. Gehen wir wieder auf die reale Ebene dieser Prozesse. Die Entwicklung dieser Delegationstechnik, die Idee, ein fast schon gerichtsfestes Subjekt zu haben, was in automatisierter Weise im virtuellen Raum tätig ist und dort rechtsverbindliche Transaktionen vollzieht. Das sind Fähigkeiten und Kompetenzen, die man bisher nur dem Menschen zugeordnet hat. Wenn wir solche in Anführungszeichen Subjekte haben, dann stellt sich spiegelbildlich die Frage nach dem Menschenbild. Das heißt, was übertragen wir auf diese Art von Delegationstechnik? Oder besser gefragt, welche Vollmachten wollen wir denn geben? Was würden wir denn an Vollmacht unserer Nachbarin übertragen? Würden wir der den Hausschlüssel geben, wenn wir für mehrere Zeit verreist sind? Oder würden wir das nicht tun? Gleichzeitig sind wir aber bereit, auf der Software-Ebene alle möglichen, bildlich gesprochen, Hausschlüssel an irgendjemanden abzugeben, der dann elektronisch Zugriff hat. Mit anderen Worten, die Diskussion um Delegationstechnik stellt spiegelbildlich die Frage nach dem Menschen neu. Und damit entsteht für mich eine dialektische Herausforderung, aber auch eine große Chance, denn damit ist diese Art von Digitalisierungstechnik, von Delegationstechnik keine Einbahnstraße, sondern sie produziert den Widerspruch in sich. Und dieser Widerspruch ist in dem Sinne radikal, weil er die Frage nach dem Menschenbild stellt. Das wiederum könnte eine große Chance für einen gesellschaftspolitischen und gesellschaftlichen Diskurs sein und genauso natürlich auch für Kolleginnen und Kollegen aus Betriebs- und Personalräten und Belegschaften. Denn in dem Maße, wie eine Technologie in der Lage ist, ein Menschenbild in Frage zu stellen, kann natürlich das Beste sein, dann ganzheitlich zu antworten, nämlich mit einem demokratisch diskursiv gehandelten Menschenbild. Darin liegt eigentlich eine große Chance und darin liegt auch eine große Herausforderung. Und diese Herausforderung voranzubringen, das könnte eine wichtige Erbschaft von 30 Jahren Forum Soziale Technikgestaltung sein. Das heißt, Digitalisierung nicht als Einbahnstraße einer Technikentwicklung zu sehen, sondern zu bemerken, dass diese Digitalisierung auf einem Stand angekommen ist, wo sie selbst den dialektischen Widerspruch produziert und das eigentlich eine Chance darstellt, diese Kontroverse in einer klugen Weise voranzubringen. Das macht ehrlich gesagt wieder Freude, auch wenn es manches IT-Team erschreckt, denn daran hatten sie nicht gedacht. Sie hatten sich gerade die Welt einfach in einer Fülle von 0101 zurechtgelegt und dachten, sie könnten monokausal die Welt weiterentwickeln. Das Schöne an dieser Art, ich nenne es mal philosophisch radikalen Sichtweise, radikal in dem Sinne jetzt an die Wurzel des Themas zu gehen, ist, dass wir multikausal antworten. Das heißt, gesellschaftlich ist es immer multikausal. Man kann nichts aus einer einzigen Begründung ableiten. Das ist eine Chance. Die sollten wir nutzen, die sollten wir mit den IT-Teams gemeinsam nutzen. Und hier sehe ich auch ein ungeheures Potenzial für eine Veränderung. Gleichzeitig birgt das natürlich auch eine Art Reflexionsnotwendigkeit innerhalb der gesellschaftlichen Diskussion. Denn das haben wir in den letzten 100, 200, 300 Jahren auch begriffen, dass Menschen miteinander nicht immer friedlich umgehen und nicht immer demokratisch gesinnt waren und dass es da ganze Geschichtszüge gibt, die in die ganz falsche Richtung gingen. Da bin ich dann bei einem Begriff, den unser alter Ernst Bloch immer mit sich rumgetragen hat. Mit welcher ungleichzeitigen Erbschaft gehen wir denn in unserem Menschenbild um? Und was übertragen wir denn da in diese Art von Delegationstechnik? Und was müssen wir selbst korrigieren, revidieren? Also unsere eigene philosophische Denkansätze auch wieder einem demokratischen Ansatz zu unterwerfen. Ja, jetzt bist du bei der großen Referenz. Ernst Bloch, du hast so ein Geburtstagskind gefunden. Gratuliere.
Es ist aber tatsächlich auch nicht schwierig. Ja? Also diese Herleitung sich selber und seine Erbschaft, wie du es nennst, kritisch zu reflektieren, ist tatsächlich eine Chance, die sich darbietet. Belf, wir haben eine Frage im Chat, die uns wieder zur Delegationstechnik führt. Magst du darauf jetzt eingehen oder lieber später? Nämlich die Frage, ob du ein oder zwei praktische Beispiele für diese Delegationstechnik nennen könntest. Ich schiebe mal ein Beispiel für Delegationstechnik ein, und zwar insbesondere ein Beispiel, was deutlich schiefgegangen ist. Stellen Sie sich vor, Sie leben in einem Staat auf der anderen Seite des Atlantiks und Ihre Hautfarbe unterscheidet sich von dem andere Leute glauben, Sie seien dort die maßgeblichen Bewohnerinnen und Bewohner. Und Sie haben mit einer Krankenkasse zu tun, mit einem Gesundheitswesen zu tun. Und Sie haben Arztrechnungen und Sie möchten ganz gerne, dass eine Krankenkasse oder eine Krankenversicherung oder eine vergleichbare Einrichtung Ihre Gesundheitskosten teilweise übernimmt oder zumindest bezuschusst. Dann gehen Sie mit Ihren Kosten, mit Ihren Unterlagen zu einer entsprechenden Stelle. Die gibt die Daten ein. Über die Daten läuft ein Algorithmus und entscheidet darüber, ob Sie Geld bekommen oder nicht. Die Person, die das in Gang gesetzt hat, hat die Beauftragung und die Entscheidungsfindung auf den Algorithmus abgegeben. Das heißt, sie nimmt nur das Ergebnis entgegen. Und der Algorithmus hat in den letzten 10, 15 Jahren gelernt, dass Menschen, die in dem Land leben, erstens weiß sind, zweitens Männer sind und drittens über 70 sind. Und wenn sich solche Menschen bei dieser Stelle melden, dann wird denen ihre Gesundheitskosten teilweise ersetzt. Nun kommt eine Person, sie ist erstens eine Frau, zweitens jung und drittens gehört sie zu den People of Colors. Der Algorithmus kennt das nicht und entscheidet als Ergebnis, dass sie kein Geld bekommt. Das ist eine Delegationstechnik, wo eine Entscheidungsfindung auf einen Softwarehaufen übertragen wurde und gleichzeitig nicht berücksichtigt wurde, dass die Qualität der Daten die Idee des Algorithmus ins Gegenteil verkehrt haben. Das ist etwas, was wir auch gelernt haben und was ich wichtig finde und an alle, die sich in der Debatte bewegen, weitergeben will. Wenn wir über diesen modernen Typ von Delegationstechnik reden, dann müssen wir immer über zwei Elemente sprechen. Auf der einen Seite etwas, was man eine Spielregel nennt, also den Algorithmus. Und Algorithmen gab es schon lange vor der Digitalisierung. Also wer zu Hause mit Mensch ärgere dich nicht groß geworden ist, ja, die Spielregel, was braucht man, um gewinnen zu können im Mensch ärgere dich nicht, diese Spielregel ist eigentlich eine Art analoger Algorithmus gewesen. Diese Weiterentwicklung von Algorithmen bedeutete, dass die Spielregel festlegt, wie Informationen verarbeitet werden, die die Software aufnimmt. Und nun könnte man sagen, ja gut, dann ist das Problem ja schon gelöst, dann haben wir einen demokratischen Algorithmus, dann ist alles gut. Ja, wenn ich diesem Algorithmus jetzt das Parteiprogramm der CDU einfüttere, dann wird daraus ein CDU-Algorithmus. Wenn ich dem das Parteiprogramm der Grünen einfüttere, wird ein grüner Algorithmus draus. Und so könnte ich das mit weiteren Parteien weitermachen. Das bedeutet, dieser Algorithmus ist nur Teil des Prozesses, Teil der technischen Lösung. Und wir müssen verstehen, dass die Qualität der Daten, auf die der Algorithmus zugreift, maßgeblich dafür verantwortlich ist, was für eine Qualität des Gesamtproduktes oder des Gesamtprozesses herauskommt. Das heißt, die Fähigkeit, einen Prozess zu steuern, die Fähigkeit, einen Prozess zu entscheiden und zur Entscheidungsfindung zu bringen, die ja in einem bestimmten Teil der Delegationstechnik eingelegt ist, dazu wird sie ja entwickelt und geschaffen, hängt sehr stark davon ab, was dieser Algorithmus in Anführungszeichen an Daten aufgenommen hat. Und diese Aufnahme von Daten wird von manchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gerne als Lernen oder Denken bezeichnet. Den Begriff, den halte ich dafür falsch.
Es ist einfach nur eine mathematische Form der Informationsverarbeitung. Es ist ein Mathematisieren, aber es ist kein Denken. Es ist kein Ich und es ist kein Wir. Es ist einfach nur eine Folge von mathematischen Zahlen und Spielregeln, wie diese Zahlen untereinander agieren. Diese Art von Algorithmus, diese Art von Entwicklung bedeutet, dass darin natürlich auch wieder ein Menschenbild zum Tragen kommt, denn die Art und Weise, wie ich eine Spielregel zusammenstelle und wie ich die Daten zusammenstelle, die dieser Algorithmus in Anführungszeichen aufnimmt, ist natürlich selber wieder, ohne dass der Mensch das bemerkt, Ergebnis einer Wertung. Welche Bilder ich dem auch immer gebe, immer das berühmte Beispiel, der Algorithmus soll aus so und so vielen Katzenbildern etwas aussuchen. Ja, mit dem Begriff Katzenbilder würde man wahrscheinlich in einem afrikanischen Land nur Kopfschütteln auslösen. Es ist also ein europäisches weißes Problem. Das ist bereits schon wieder eine Vorauswahl, eine Wertung, ein ethisches Prinzip. Und das bedeutet, wir müssen dieses pluralisieren und wir müssen die Diskussion in diese Richtung pluralisieren. Und das heißt auch, wir müssen uns Gedanken darüber machen, was für eine Art von Qualität von Daten da hineinkommt. Und das heißt auch, wir müssen diese Art von Delegationstechnik überprüfen, gesellschaftlich, qualitativ. Es darf nicht sein, dass diese Daten durch eine Vorauswahl dazu beitragen, dass Menschen diskriminiert werden, Menschen mit anderer Hautfarbe einfach rausfliegen. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert, wenn ein solcher Algorithmus das Recht bekommen würde, über die Aufenthaltsbefugnisse eines Geflüchteten entscheiden zu können. Das halte ich für einen falschen Weg. Ja, du sagst also, gute Entscheidungen setzen voraus, dass gute Daten zur Verfügung stehen. Aber du sagst mehr noch, dass es eine gesellschaftliche Reflexion braucht dessen, was eigentlich von der Gesellschaft als gut erachtet wird. Ja? Und verstehe ich dich richtig, wenn du sagst, bestimmte Entscheidungen dürfen eben auch nicht algorithmisch entschieden werden? Also gerade bei deinem letzten Beispiel, ne? Ja, das ist eine ethische Diskussion, die glücklicherweise jetzt an Fahrt aufnimmt. Ich persönlich halte es für sinnvoll, den Wirkungsbereich dieses Teils der Delegationstechnik in zwei unterschiedliche Ebenen aufzuteilen. Das eine ist, ich kann in bestimmter Weise gut gemachte und qualitativ ausgewiesene Delegationstechniken dazu nutzen, Entscheidungen über Sachen zu treffen. Also ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass in einer Situation, wo man über Klimaschutz und Klimaneutralität diskutiert und versucht, Energieeinsparungen voranzubringen, wo man in einer Kommune ein solches System einsetzt, um in anonymisierter Form die Energieverbrauchsdaten des Stroms zu berechnen, um damit Spielregeln zu entwickeln, wie man gemeinsam zu einer Verbrauchsreduzierung kommen könnte. Das wären dann Entscheidungen über Sachen, über Gegenstände. Etwas Vergleichbares geht es über Materialeffizienz oder Energieeffizienz in der Produktion, Fertigung oder in der Bauwirtschaft. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein gewisser Teil der Mobilitätsprozesse über solche Algorithmen unterstützt werden kann. Ich halte es aber falsch, diese Delegationspotenziale so anzulegen, dass ein solches algorithmisches Steuerungs- und Entscheidungssystem die Berechtigung hat, Entscheidungen über Menschen zu treffen. Das halte ich für falsch, unabhängig von der Frage, dass damit auch die Rückholbarkeit nochmal groß in Frage gestellt ist. Diese Differenzierung ist eine ethische Diskussion, die geht weit über das Wort Arbeitswelt hinaus. Und ich freue mich, dass mittlerweile eine ganze Reihe von Akteuren in diese ethische Debatte eingestiegen sind. Wir hatten kürzlich einen Diskurs mit den evangelischen Unternehmerverbänden. Und auch dort ist die Bereitschaft deutlich gewachsen, das Thema ethische Prinzipien in diese Prozesse aufzunehmen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man gerade in dieser dialektischen Umkehrung dieser Delegationstechnik, gerade im Bereich des Menschenbildes, auch wieder zu neuen Konsensen kommt, weil man in der Lage ist, Humanitätsideale und Ideale von Rechtsstaat und Demokratie zugrunde zu legen und damit diese Delegationstechnik einzubetten in Prozesse, die wir in der Zivilgesellschaft eigentlich als selbstverständlich und notwendig akzeptiert haben
Und es jetzt darauf ankommt, diese Prozesse auch und diese Rahmenbedingungen auch auf diesen Typ von Delegationstechnik zu übertragen. Ich will an Ich der muss Stelle... dich unterbrechen, Wolf. Selbstverständlich ist es nicht. Das sehen wir immer wieder. Ja? Also das heißt, wir müssen das in der Gesellschaft diskursiv immer neu herstellen, dieses gemeinsame Verständnis, diese Einigung auf bestimmte Prinzipien. Das ist richtig. Darum muss man ringen. Ich habe nur, sag mal, in den letzten 2 Jahren zumindest die Erfahrung gemacht, dass die Anzahl der Personen, die den Zusammenhang zwischen ethischer Gestaltung von Delegationstechniken und algorithmischen Steuerungssystemen und der Frage, was darf eine Technik, dass dieser Zusammenhang bei mehr Personen angekommen ist und dass die Bereitschaft, über diese ethischen Implikationen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu reden, deutlich zugenommen hat. Das hat sicher auch dazu beigetragen, dass die entsprechende Enquetekommission des Bundestages dazu Voten abgegeben hat, aber dass auch in den großen Parteien dieser Diskurs vorangekommen ist und dass auch auf der Seite der Arbeitgeber es hier zu Positionserweiterungen gekommen sind. Selbst eine der ganz großen Firmen in Baden-Württemberg hat deutlich für sich erklärt, dass die Software, die sie entwickeln, nur Assistenz für den Menschen sind und keine Entscheidung anstelle des Menschen über Menschen tragen. Das halte ich für einen Fortschritt, das ist ein optimistischer Schritt. Ja, unbedingt. Die ganz große Firma, fängt die mit S an und hört mit P auf? Nein. Die ist bei mir vor der Haustür, deswegen frage ich. Wir haben eine Frage, und zwar nochmal zur Rückholbarkeit. Du bist ja gerade drauf eingegangen, aber die Person hätte gerne geklärt am Beispiel, dein Beispiel mit der Krankenkasse, wo da die delegierte Verantwortung nicht mehr rückholbar ist. Könntest du da drauf noch eingehen? Gut, bei diesem Beispiel, was ich da getroffen habe, wäre die Rückholbarkeit gegeben. Das ist eine Frage der Befugnis, der Entscheidungshoheit und der entsprechenden Herrschaft. In dem Augenblick, wo es natürlich eine weiße Suprematie gäbe, würde die sich auch weigern, einem Menschen mit anderer Hautfarbe dann entgegenzukommen. Aber rein technisch wäre das ein Stück Rückholbarkeit. Anders ist es, wenn wir Delegationstechniken haben, die, sagen wir mal, Entscheidungsfindungsprozesse voranbringt, dazu muss man gar keine militärischen Beispiele nehmen, sondern auch Produktionsabläufe, wo die Rückholbarkeit aus der Sicht der Führungskräfte, also des Managements, nicht mehr gegeben ist. Man muss sich das so vorstellen, in dem Augenblick, wo Softwaresysteme in Bruchteilen von Sekunden permanent neue Daten aufnehmen, also in gigantischen Mengen, und die zur Grundlage neuer Entscheidungsfindung und neuer Bewertung zu machen, um dann wieder auf dieser neuen Grundlage neue Daten aufzunehmen, das ist mathematisch ein unendlicher Prozess. Und das bedeutet, dass ab einer bestimmten Stufe diese Software in sich nicht mehr rückholbar ist. Das heißt, das IT-Team, was das angestoßen hat, wird nach einer bestimmten Zeit nicht mehr exakt sagen können, was diese Software gerade macht. Und es gibt einen außerordentlich harten und verbindlichen Diskurs darüber, ob eine solche Software dann zum Beispiel in einer Umgebung eingesetzt werden darf, wo eine Zertifizierung von Maschinen und Geräten zwingend erforderlich ist und wo die Dokumentationspflicht der Vorgänge herrscht. Wenn ich eine solche Software habe, die ein sich selbst verändertes Werkzeug ist, die sich permanent selbst weiterentwickelt, wie soll ich so etwas zertifizieren? Wie soll ich so etwas dokumentieren? Die IT-Teams können einen wesentlichen Teil dieses Typs von Delegationstechnik nicht auf eine Dokumentation reduzieren. Das klappt nicht. Sie können vielleicht die ersten Anfangspositionen formulieren, aber ab einer bestimmten Menge geht es nicht mehr. Und spätestens, wenn dann eine Versicherung kommt und auf dem Rechtsweg vor Gericht etwas einklagt, muss dann entweder der Softwarehersteller oder die Firma, die es angewandt hat, betrübt feststellen, ja, es ist nicht dokumentierbar. Und damit sind wir bei einem Punkt, wo die Frage der Rückholbarkeit auch eine Frage der rechtlichen Verbindlichkeit ist. Denn wenn eine Geschäftsführung, ein Management-Team
in einem Unternehmen diese Software einsetzt und das zur Grundlage, zur Beschaffung, zum Materialeinkauf macht und das System entscheidet selbst und beauftragt Beschaffungen und löst Aufträge in einem großen Millionenbetrag aus, die dann vielleicht aus Asien hierher transportiert werden, dann wäre das möglicherweise irgendwie auf dem Rechtswege korrigierbar. Aber die Schäden, die drumherum sind, die Vertrauensverluste und die Prozessschäden sind so enorm, dass es genügend Führungskräfte gibt, die dann ihrerseits sagen, naja, dann warten wir jetzt mal mit der Einführung, bis irgendjemand den berühmten Stopp-Button entwickelt hat, der bei jeder Rolltreppe vorhanden ist und den sich mancher Manager dann für diese Delegationstechnik entwickelt. Da sagen die IT-Teams aber, sorry, den Stop-Button gibt es nicht. Sonst wäre es in diesem Sinne kein Delegationssystem, wie wir es gerade beschrieben haben. Das heißt, ein permanent sich selbst veränderndes Softwaresystem ist per se eben nicht rückholbar. Das ist eine innere Logik, über die man nachdenken muss und die auch die einen oder anderen zur Verzweiflung treibt, die gleichzeitig aber auch anstößt, dass die ITler bereit sind, über ihre Grenzen hinauszugehen. Das heißt, interdisziplinäre Diskurse einzugehen und auch gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen aufzunehmen. Und ich bin sehr froh darüber, dass Versicherungsgesellschaften darüber nachdenken, ob eine solche Nutzung dann noch versicherbar ist, wenn man von vornherein weiß, dass das System permanent sich verändert. Und wenn es nicht zertifizierbar ist und nicht dokumentierbar ist, dann gibt es ein paar Rechtsabteilungen in Unternehmen und sagen, Leute, lasst die Finger davon. Das geht nicht, das halten wir nicht durch. Wenn da einer klagt, sind wir am Ende. Und das heißt, ist extrem interessant, weil, wenn ich kurz unterbrechen darf, weil das bedeutet tatsächlich, dass die Rückversicherer mit ihrer Risikofolgenabschätzung in die gleiche Richtung denken, wie wir das gesellschaftlich tun. Dieses haben wir ja schon ähnlich bei der Frage der Atomkraft. In einigen Ländern ist Atomkraft deswegen nicht weiter betrieben worden, weil dort eben nicht der Staat der Gesellschaft das Risiko aufgebürdet hat, sondern das Risiko beim Privatunternehmer blieb und die dafür keine Versicherung gefunden haben. Oder wir finden das ja auch jetzt in dem Zusammenhang mit der Klimakrise. Ja? Es sind die Rückversicherer, die daran interessiert sind, die Klimaschäden zu begrenzen, weil gerade die letzten Starkregen, Hagel und so weiter, ja, das kostet die Milliarden. Das ist wirklich interessant, was sich da plötzlich für Allianzen ergeben. Habe ich dich jetzt böse unterbrochen? Wolltest du weiterreden? Weil sonst hätten wir da noch eine interessante Frage im Chat. Ich wollte noch erst einen Satz hinzufügen. Das ist auch ein Beispiel, was mich in diesem dialektischen Sinne optimistisch macht, dass wir in den gesellschaftlichen Diskursen in der Frage der Handhabbarkeit oder, wenn man es umgangssprachlich ausdrückt, der Zähmung dieser Delegationssysteme, dass wir dort doch relativ bald vernünftige Fortschritte machen. Weil es nicht ein einseitiges Interesse von jemand ist, das heißt, eine gesellschaftliche Gruppe will das nicht, sondern dass die Prinzipien, die in der Delegationstechnik drinstecken, also das Prinzip eines sich selbst verändernden Softwarewerkzeugs, das ist so weitreichend, dass es auch alle anderen Akteure, die durchaus völlig andere Interessen haben, auch am Markt völlig andere Interessen haben, aber immanent ihres Denkens damit auch nicht weiterkommen. Und das bedeutet, dass wir durchaus in eine Situation geraten, wo wir wahrscheinlich eine große Anzahl von gemeinsamen Gestaltungs- und Zulassungskriterien hinbekommen, auch zwischen Gewerkschaften, Arbeitgebern, zwischen den Sozialpartnern. Und dass wir auf der anderen Seite eine Reihe von strittigen Positionen haben. Wir haben innerhalb des Forums Soziale Technikgestaltung der letzten 4-5 Jahre 30 sogenannte generische Zulassungskriterien, Gestaltungskriterien abgeleitet und zur Diskussion gestellt. Die wollen wir jetzt auch in naher Zukunft öffentlich diskutieren. Und in diesem Diskurs stellen wir fest, dass wir zwar von unserem Interesse der Beschäftigten, der Betriebs- und Personalräte und Belegschaft ausgegangen sind, dass aber die Fragestellungen, auf die wir gestoßen sind, Fragestellungen sind, die weit über unsere, sagen wir mal, Interessenspositionen hinausgehen und daraus punktuelle Kooperationen entstehen. Das Entscheidende ist nur, wir müssen deutlich machen,
dass wir nicht mehr nur allein über alte Assistenztechnik reden und bei Digitalisierung uns nicht darauf reduzieren, die Frage zu stellen, ob jemand sein Smartphone bedienen kann, sondern dass wir begreifen müssen, dass diese sich selbst verändernden Softwaresysteme eine neue Qualität sind und nicht mit dem alten klassischen Office-Modell, was zwar ein paar Updates und ein paar Upgrades bekommt, aber kein sich selbst veränderndes Software-Werkzeug ist, sondern immer gleich bleibt. Wenn aber ein System sich permanent selbst verändert, setzt es damit bestehende Spielregeln außer Kraft. Und das betrachte ich im Moment gesellschaftspolitisch und auch theoretisch als eine dialektische Herausforderung, die es in sich hat, die aber auch Freude bereitet. Denn dann merkt man, dass auch andere sich im Kopf zerbrechen. Und darin liegt eine gewisse Chance. Aber wir müssen es als transparenten und öffentlichen Diskurs führen und nicht als privates Thema im Hinterzimmer. Jetzt ja, die Frage. Das leuchtet ein. Die Frage, die galt der Rückholbarkeit und der Transparenz, nehme ich an, nämlich ob freie Software nicht da einen Unterschied machen kann. Ja, das ist jetzt eine spannende Frage, was man unter freie Software versteht. In der Vergangenheit hat man unter freie Software verstanden, dass es Open Source ist. Aber auch Open-Source-Künstlerinnen und Künstler können algorithmische Systeme entwickeln, die sich selbst verändernde Software-Systeme sind. Es liegt also an der Qualität und nicht an der Frage, wie er es hergestellt hat. Natürlich könnte man unterstellen, dass Personen, die im Open-Source-Bereich tätig sind, vielleicht sozialer sind, ethisch kompetenter sind, ökologischer sind, kulturell aufgeklärter sind und, und. Das wäre eine gewisse Hoffnung. Ändert aber nichts daran, wenn das algorithmische System so angelegt ist, dass es sich in sich permanent weiter verändert oder im schlimmsten Fall sogar den Algorithmus selbst verändert, also die Spielregel verändert, dann nützt mir die Tatsache, dass es Open Source ist, nichts. Also Open Source kann in der Frage der Verfügbarkeit ein Vorteil sein, aber es ist nicht zwingend eine logische Konsequenz für die Frage der Gestaltbarkeit. Da müssen wir unterscheiden. Jetzt sind hier noch Fragen in F&A drin. Herr ja, Kornbach. Das kann man sagen. Das ist jetzt eine riesenlange Frage. Soll ich sie vorlesen? Ja, ist oder? Am besten, ja. Also, unser Menschenbild sollte sich spätestens seit der Aufklärung nicht nach dem technisch Machbaren richten, also was wir gerade bauen können, sondern was wir sollten. Sondern wir sollten die Gestaltung nach unserem Menschenbild richten, dass wir im offenen Diskurs unter Anwendung von vernünftigen Überlegungen konsensual entwickeln. Die Dialektik oder weniger akademisch Wechselwirkung zwischen Menschenbild und Gestaltung von Technik will ich gar nicht leugnen. Wir müssen uns über den Zusammenhang zwischen Herrschaftsausübung noch klarer werden. Technisch bedarf nicht nur der Wissenschaft und Ingenieurskunst, sondern auch der Legitimation, weil sie Herrschaft ist. Wir sollten daher unser Denken nicht nach den Daten richten, sondern die Validierung der Daten nach den Fragen richten, die wir haben. Diese Fragen müssen diskutiert werden. Da stimme ich Klaus Kornbach, den ich hier auch noch herzlich grüße, heftig zu. Das ist völlig richtig. Das deckt sich auch mit der Frage der Technikkritik, mit der Aussage, es gibt keine neutrale Technik. Technik ist immer politisch. Sie hat immer in sich Herrschaftsstrukturen oder Reflexe auf Herrschaftsverhältnisse. Und die Frage des Menschenbildes, die will ich mal kurz mit einem Zitat beantworten, das in dem Latenztext drin ist, die als Antwort auf Herrn Kornbachs eigentlich gut passend. Ich habe da drin geschildert, dass wir einen neuen Denkansatz brauchen, den wir vorausschauende Arbeitsgestaltung genannt haben. Das heißt, es ist eine Methode, wie man versucht, sich selbst verändernde Softwaresysteme wieder zu zähmen, wieder in den Griff zu bekommen. Und die Textpassage lautet, vorausschauende Arbeitsgestaltung als Methode zur Anpassung von algorithmischen Steuerungs- und Entscheidungssystemen
darf nicht allein aus der Vergangenheit denken. Sie muss neben der dialektischen Erbschaft alter Prozesse die Perspektive des aus der Zukunft in die Gegenwart Denkens einnehmen. Es gilt, nicht mehr nur reaktiv, sondern bewusst proaktiv zu handeln. Technische Lösungen dieses Typs erfordern einen anderen Blick und ein weiter gespanntes Denken, eben ein selbstbewusst in die Zukunft gerichtetes, ganzheitliches Denken. Es bedarf des Mutes zu einem antizipierenden, zukunftsverliebten Bewusstsein. Der Paradigmenwechsel in der sozialen Technikgestaltung von der Assistenz zur Delegationstechnik bietet den gestaltenden Akteuren von unten die Möglichkeit, einen nur technikzentrierten Blick zu überwinden und ein ganzheitliches Herangehen zu erlauben. Vorausschauende Arbeitsgestaltung setzt in diesem Sinne nicht die technisch-digitale Vorgabe in die Mitte des Handlungsansatzes. Es bedarf der Rückkehr eines emanzipatorischen Menschenbildes ins Zentrum des gemeinsam öffentlichen Gestaltungslernens. Die Frage, welche Entscheidung will der Mensch auf ein Softwaresystem übergeben, stellt die Frage nach dem Menschenbild selbst. Hier kann die soziale Technikgestaltung an Gehalte der politisch-praktischen Philosophie, an die philosophische Anthropologie anknüpfen. Kennzeichen des Menschen ist sein Bewusstsein. Dieses fehlt der Technik. Also in diesem Sinne kann ich Klaus Kornwachs nur zustimmen. Also da habt ihr ja ein sehr diskutiertes Gebiet berührt, wenn du, Welf, sagst, wir müssen auch aus der Zukunft in die Gegenwart denken, inwieweit wir tatsächlich dazu in der Lage sind, als in der Gegenwart verhaftete Menschen, sehr reizvoll. Wir haben eine Bemerkung dazu, dass sie das leider nicht verstanden hat. Magst du das nochmal explizieren? Ich will es nochmal in anderen Worten versuchen zu erläutern. In der Vergangenheit haben wir Technikgestaltung an vielen Punkten sehr technikfixiert gemacht. Auch Gewerkschaften haben sich lange Zeit auf die Technik eingelassen und wollten durch eine Art Überkompensation darlegen, dass sie keine Technikfeinde sind und wurden dabei immer technikzentrierter. Was wir aber brauchen, ist eine Formulierung von Anforderungen, von ethischen und eigenen Werten. Also die Frage, welches Menschenbild haben wir, welche Arbeitsqualität wollen wir haben? Und von dort abgeleitet die Anforderungen an die Technik. Die Technik als Antwort auf unsere Fragen. Wir haben aber oft eine Situation, dass die Technik Fragen beantwortet, die nie gestellt wurden. Wir müssen unsere Fragen stellen. Und das heißt, wir müssen an unser Menschenbild zurückkehren, müssen das ins Zentrum stellen und Anforderungen formulieren, an welche Technik, was brauchen wir? Wenn wir jetzt in einer Situation zum Thema Klimaneutralität sind, wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen, dann werden wir im Bereich der Bauwirtschaft, im Bereich des Handwerks, im Bereich der Solartechnik, in der Frage der Steuerung der Solartechnik völlig andere Softwarelösungen brauchen, als wenn wir sagen, die nächsten 100 Jahre ist das hybride Benzinauto mit Strom unterwegs und das soll gesteuert werden. Also der Bedarf entscheidet es und es ist eine Frage des gesellschaftlichen Bewusstseins und der Subjekte, ob sie in der Lage sind, die Fragen präzise zu stellen. Und an diesen Fragen entlang kann ich dann sagen, welche Art von Software brauche ich? Was darf eine Delegationstechnik und was darf sie nicht? Welche Entscheidungshoheit übertrage ich auf einen solchen Softwarehaufen und welchen will ich lieber beim Menschen belassen? Und diese Umkehrung, also weg von der Technikzentrierung hin, den Menschen ins Zentrum zu stellen, nicht nur als Floskel. Als wir Mitte der 90er Jahre eine Veranstaltung mit dem damaligen Chef einer der Fraunhofer-Institute gemacht haben, dann kam der ins Gewerkschaftshaus, kam zu uns, diskutierte mit uns und es war ganz deutlich, solange er Hochdeutsch gesprochen hat, war alles in Ordnung. Schwierig wurde es, wenn er Schwäbisch sprach. Und ich wiederhole das jetzt nicht auf Schwäbisch, aber inhaltlich. Und der erzählte dann, ja, bei uns steht der Mensch im Zentrum, Punkt.
und da steht er im Weg, Punkt. Und diese Art von Technikzentrierung und Menschenbild, also der Mensch steht im Weg. Er hat es natürlich humorvoll gemeint, das war nicht seine Überzeugung, aber er hat es inszeniert, er hat ironisiert, er wollte uns damit ein bisschen herausfordern, das ist ihm auch gut gelungen. Diese technikzentrierte Variante, die müssen wir vom Kopf auf die Füße stellen. Wir müssen zurück zu der Frage, was will der Mensch, was kann der Mensch und was sind die Anforderungen an die Gesellschaft? Und nicht irgendwelchen technischen Updates hinterherlaufen und sagen, übermorgen gibt es wieder ein neues Smartphone und gibt wieder ein neues und dann gibt es irgendwann mal Office 25 und wir rennen permanent hinterher. Aber das ist nicht der Bedarf. Der Bedarf ist woanders. Die gesellschaftlichen Bedürfnisse sind woanders. Und wenn wir das Thema Klimaneutralität ernst nehmen, dann müssen wir auch an die Softwareentwicklung ganz andere Anforderungen stellen. Und dann müssten wir vermutlich als erstes mal alle Rechner vom Netz nehmen, wo Bitcoins verarbeitet werden, weil das ist klimaschädlich noch und noch. Ja, interessant. Du sagst, der gesellschaftliche Bedarf, daran muss ich es orientieren, war aber in der Vergangenheit auch nicht so. Ja, es hat sich nämlich an der Nachfrage orientiert, was produziert worden ist. Also jetzt nicht nur im Bereich der IT, sondern überhaupt. Guck dir die Automobilindustrieentwicklung an. Ja. Ich will da jetzt aber nicht drauf eingehen, weil wir haben noch eine Frage, die zurückführt zur Software, zur freien Software, dass die nämlich mehr sei als Open Source, sondern auch die Veränderbarkeit und damit die Kontrolle beinhalten würde. Das hast du ja anders beantwortet, aber diese Bemerkung kommt halt nochmal drauf zurück. Willst du da nochmal eingehen? Ja, wenn ich jetzt Open Source so verstehe, dass das Ausdruck einer demokratischen, transparenten Kontrolle ist, dann geht es in die richtige Richtung. Da kann ich da mit. Aber Open Source allein wäre in dem Sinne noch nicht ausreichend. Wir haben das in den letzten 3, 4, 5 Jahren bemerkt, als wir unsere Diskussion geführt haben über die Frage der Gestaltbarkeit, was wir als Zulassungskriterien für diese Art von Delegationstechnik haben wollen und was nicht. Da haben wir natürlich auch die Ambivalenzen gemerkt, dass wir uns zum Teil untereinander nicht einig sind. Ich skizziere mal eine klassische Situation. Ich komme zu einer Gesamtbetriebsratssitzung. Dort sitzen Kolleginnen und Kollegen, mehrheitlich Männer, wenige Frauen. Und dann wird darüber nachgedacht, ja, ob man nicht den Datenschutz in dieser veränderten Digitalisierung dadurch retten kann, indem man alle Prozesse anonymisiert. Die Männer gucken sich an, nicken, sagen, tolle Lösung. Okay, Kaffeepause, alles geht raus, Zigaretten rauchen. Und dann geht die einzige Kollegin aus dem Gremium zum Vorsitzenden und sagt, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Dass ihr beschlossen habt, dass dieser Typ, der mich in dem elektronischen Lernraum permanent belästigt, dass der das jetzt genehmigt unter anonymisierter Form tun darf? Da guckten sich die Kollegen betröpfelt an und stellten fest, dass sie nicht zu Ende gedacht hatten, dass sie zwar Interessen repräsentiert haben, aber die Unterschiedlichkeit, die Vielfältigkeit ihrer eigenen Interessen untereinander nicht begriffen hatten. Und das bedeutet, Open Source reicht in dem Sinne nicht aus. Wir brauchen auch verbindliche Regelungen. Wir brauchen Schutzregelungen auch für Minderheiten. Das kann nicht sein, dass eine Mehrheit nur entscheidet. Und insofern brauchen wir in der Open-Source-Diskussion auf der einen Seite, sagen wir mal, die Idee der Graswurzeldemokratie, der Demokratie von unten, das ist völlig richtig, aber gleichzeitig brauchen wir Spielregeln, die auch dafür sorgen, dass die verbindlich werden, dass sie verbindlich werden im Sinne von auch einklagbar. Es muss auch jemanden geben, der in der Minderheit ist, der sich nicht durchsetzen konnte, dessen Rechte aber durch einen Mehrheitsbeschluss in Frage gestellt werden, dass der auf dem rechtlichen Wege sagen kann, ich will aber meinen Schutz wieder haben, nur weil die Mehrheit was beschlossen hat. Wir wollen ja keine ungarischen Verhältnisse im Bereich der Open-Source-Entwicklung. Das heißt, wir brauchen Open-Source, aber wir brauchen auch die Verrechtlichung demokratischer Prinzipien und damit auch die Verrechtlichung der Kriterien und Zulassungskriterien im Bereich der algorithmischen Systeme? Ja, also
Ich mache den Vorschlag, dass wir jetzt die Debatte richtig eröffnen, in dem Sinne, dass wir von der Sprecheransicht in die Galerieansicht wechseln. Einverstanden, Wölf? Passt ja, ja, es? Immer los. Gut, immer los. Tudor, könntest du uns in die Galerieansicht schicken? Dann ist es uns nämlich möglich, über den Chat zu Wort zu melden. Bitte dann da ein Sternchen eintippen, einfach unten. Und bei der Gelegenheit möchte ich auch noch mal sagen, dass wir nicht die Fragen über Fragen und Antworten, also F&A, berücksichtigen, sondern über den Chat. Das geht genauso gut in dieser Darstellungsweise. Und wir können eben sehr gut dann noch die mündlichen Wortmeldungen mit berücksichtigen. Ja. Ich gehe jetzt auch mal in die Galerieansicht und nehme gleich da die nächste Frage dran, die im Chat steht. Nämlich, ich denke nicht, dass sich vieles an der Nachfrage orientiert hat bei technischen Entwicklungen, sondern Nachfrage wird erzeugt unter anderem aus Gewinngründen. Es geht also eigentlich um die Regulierung von Produktion. Das ist eher eine Stellungnahme, Welf. Willst du darauf Bezug nehmen? Die Kollegin hat auf jeden Fall recht. Natürlich geht es um die Frage auch der Regulierung der Produktion. Und gleichzeitig brauchen wir aber das ist eine, wir brauchen auch eine Ermächtigung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Also wir brauchen eine Balance zwischen dem Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten, der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Frage der Produktion oder der Produktionslinien. Ich würde das jetzt nicht einseitig auf das Thema Regulierung von Produktion schieben, weil das könnte theoretisch auch schiefgehen, zumal wenn dort nur Männer entscheiden. Wir brauchen auch die Kombination mit der Konsumentenseite. Und diese Balance hinzubekommen, Das sollten wir versuchen. Also beides gehört zusammen. Aber natürlich, die Variante, dass etwas nur marktgetrieben ist und nur gewinngetrieben ist, das ist ja schon aus ökologischen Gründen nicht mehr fortsetzbar, also bei Strafe des Untergangs. Also brauchen wir auf jeden Fall eine andere Art von gesellschaftlicher Produktionsweise, eine andere Form von Austausch von Waren und Dienstleistungen, von Bedarf und Entwicklung. Und das ist eigentlich eine große Chance von Demokratisierung. Und das gehört für mich, so komisch es klingt, in das Potenzial einer dialektischen Chance. In dem Maße, wie Schwierigkeiten zunehmen, entsteht auch die Möglichkeit, über andere Wege nachzudenken und die zu stärken und voranzubringen. Da sind wir ja den Leuten von Fridays for Future dankbar dafür, dass Sie das laut und deutlich auf den Weg gebracht haben. Ja, ich darf Sie jetzt alle auffordern, wenn Sie dazu Lust haben, Ihre Kamera anzuschalten. Dann haben wir hier eher so eine Diskussionsatmosphäre, soweit es möglich ist, virtuell. Und ja, und dann darf ich Sie auch gerne auffordern, sich zu Wort zu melden. Also setzen Sie einfach ein Sternchen, tippen Sie ein Sternchen ein und dann können wir auch die Reihenfolge der Wortmeldungen, wenn Sie uns denn überschwemmen, berücksichtigen. Ja, noch überschwemmen Sie uns nicht. Deswegen habe ich die Frage an Welf. Du hast ja vorhin benannt, diese 30 generische Kriterien, die sind wohl noch nicht veröffentlicht, wenn ich dich recht verstanden habe. Ihr diskutiert doch, wir haben sie veröffentlicht, aber wir bringen sie jetzt in einen diskursiven Prozess ein. Ah ja. Sind die irgendwo einsehbar und wie diskutiert ihr das? Wo wollt ihr die dann einbringen? Also wir haben diese 30 generischen Kriterien veröffentlicht in dem Publikationsband Der mitbestimmte Algorithmus.
Und wir haben jetzt für in der stillen Hoffnung, dass die pandemischen Entwicklungen über die Sommerpause hinweg so weit runtergehen, dass man wieder zu Präsenzveranstaltungen kommt, hoffen wir das mal, haben für den Herbst, insbesondere für Oktober und November, eine Reihe von Veranstaltungen vorbereitet, wo wir diese Diskussion auch mit politisch Andersdenkenden führen wollen. Mit anderen Worten, wir laden aufgeklärte Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ein. Wir diskutieren mit der Wissenschaft. Wir fordern Cyber Valley heraus und wir versuchen auf die Art und Weise, das, was wir dort erarbeitet haben, zur Diskussion zu stellen. In der stillen Hoffnung, dass wir dabei auch etwas lernen, dass kluge Köpfe kommen und sagen, hoppla, da habt ihr was übersehen, da müsst ihr was korrigieren, müsst ihr etwas weiterentwickeln. Also immer her damit, wunderbar. Aber um auch gleichzeitig festzustellen, wo es Konflikte und Unvereinbarkeiten in den Positionen gibt. Ich habe die stille Hoffnung, dass wir am Ende dieses Diskurses, also vielleicht so um die Weihnachtszeit, so merkwürdig es klingt, das Ergebnis haben, dass wir von den 30 generischen Kriterien einen gewissen Anteil als Konsens festhalten können, wo also auch Arbeitgeber und Gewerkschaften, also beide Seiten sagen können, okay, da gehen wir. Das könnte ein Handlungskonzept sein, was wir den Betrieben, den Dienstleistungszentren, den Verwaltungen als flankierende Checkliste in die Betriebe mitgeben. Und dass auf der anderen Seite eine Reihe von Eckpunkten übrig bleiben, die kontrovers sind, wo wir heftig drüber streiten müssen und die dann, sagen wir mal, in die Zukunft hinausgehen. Ein wichtiger Punkt ist schon, auch mit der evangelischen Unternehmerschaft war die Frage, ob ein algorithmisches Steuerungs- und Entscheidungssystem nur über Sachen entscheiden darf und nicht über Menschen. Das war schon strittig. Und das könnte eine Diskussion sein, wo wir vielleicht auch die Kolleginnen und Kollegen aus den ethischen Wissenschaften, aus den Hochschulen als Unterstützung brauchen können, um hier vielleicht auch in der Sache voranzukommen. Aber wir wollen das als ein nach vorne offenes Modell diskutieren. Wenn wir im nächsten Sommer feststellen, wir haben uns geirrt, wir müssen die alle überarbeiten, dann war das auch ein Lernprozess. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir einen großen Teil als richtig akzeptieren können und dann vielleicht die Anzahl nochmal auf 10, 15 Punkte erweitern müssen, weil neue Punkte hinzugekommen sind, die wir in den ersten Runden gar nicht alle übersehen haben. Ja, verändern wird sich sicher, weil nicht nur der Algorithmus lernt sich selbst zu verändern, sondern wir haben das schon gelernt. Wenigstens da, wo wir gut sind. Ich darf nochmal Sie auffordern, gerne Ihre Fragen zu stellen. Sie können das machen, entweder schriftlich im Chat oder aber über das Sternchen sich mündlich zu Wort melden. Haben wir noch Fragen? Ja, da kommt jetzt eine Frage. Bitte gerne. Bin ich zu hören? Hören Sie mich? Sie sind zu hören, aber nicht zu sehen. Ja. Wenn Sie wollen, können Sie gerne Ihre Kamera einschalten. Ich möchte nicht in der Aufzeichnung vorkommen, aber guten Abend. Und ich habe noch mal eine ganz kurze Nachfrage eigentlich auf den Anfang zurück. Herr Schröter, Sie haben nicht früher, aber doch vor gewisser Zeit eigentlich von einem lernenden Algorithmus gesprochen und heute doch sehr dezidiert von der Delegationstechnik. Ist das, wollen Sie den lernenden Algorithmus, diese Formulierung nicht mehr verwenden oder hat es einfach heute in diese Art der Diskussion nicht so gepasst? Also sind Sie abgekommen von diesem Begriff oder das ist die Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss gestehen, ich bin ein etwas lediert von, sag mal, von den öffentlichen Marketingdiskussionen. Ich weiß, das Wort künstliche Intelligenz hört sich bei vielen Leuten gut an und sie glauben, dass sie etwas Besonderes repräsentieren, wenn sie mit dem Wort umgehen können. Aber ich halte das eigentlich weitgehend für einen Marketingbegriff. Künstliche Intelligenz gibt es nicht.
es gibt Mathematik und mathematisierende Systeme und diese Systeme sind in der Lage, sich mathematisch zu verändern. Ich habe am Anfang auch von lernenden Systemen gesprochen. Ich nehme das ein bisschen zurück und zwar deswegen, weil ich in den Diskussionen gesehen habe, das Wort Denken und das Wort Lernen sollte sich stärker auf das Mensch und auf den Menschen und das Menschenbild und auf die Kompetenzen und Fähigkeiten des Menschen beziehen. Und wir sollten diese Begriffe nicht auf sagen wir mal, technische Systeme in diesem Sinne übertragen. Wir sollten die Unterscheidbarkeit haben. Menschen haben Bewusstsein, technische Systeme nicht. Und hinter einer Technik steht kein Ich, sondern das ist ein Produkt, was von Menschen gemacht wurde. Und wenn wir über Lernen sprechen, dann sollten wir über das Lernen von Menschen, von Gemeinschaften von Menschen, von Gesellschaften von Menschen sprechen. Und deswegen tendiere ich im Augenblick eher dazu, das Wort Lernen im Zusammenhang mit Software eher durch sich selbst verändernde Software zu bezeichnen. Oder der andere Begriff ist autonome Softwaresysteme. Das ist ein IBM-Begriff. Aber diese denkenden und lernenden Software-Sachen, da ist in den letzten 18 Monaten in den Medien und in der Berichterstattung über das, was man als künstliche Intelligenz bezeichnet, so viel, ich sag's mal spitz, Unsinn verbreitet worden, dass ich zögere, das Wort lernende Software in dem Sinne weiter zu benutzen. Ich denke, wir sollten das auf den Boden holen und sagen, es ist Mathematik, brillante Mathematik. Die Leute, die es machen, sind saumäßig gute, kluge Köpfe. Aber die Mathematik denkt nicht und sie lernt nicht. Es sind die Menschen, die denken und lernen. Diese Unterscheidung ist wichtig und an der würde ich gerne festhalten. Und je mehr ich andauernd, vor kurzem hatte ich eine Schrift in der Hand, da stand drüber, dass in Kürze das Auto besser denken kann als der Mensch. Da gruselte es mir, denn ich habe mir vorgestellt, was für ein Menschenbild diese Personen haben, die eine solche Schlagzeile auf den Weg bringen. Daher meine Korrektur. Ja, das war eine interessante Korrektur, eine interessante Frage mit einer interessanten Antwort. Gibt es noch Fragen unter den Teilnehmenden? Sonst würde ich nämlich jetzt sagen, dass ich anknüpfen möchte an etwas, was du geschrieben hast, nämlich dass es ganz zentral ist, zu ermutigen für das Eingreifen in diesen Prozess der Gestaltung und des sich Vernetzens, Zusammentuns, um eingreifen zu können in die Gestaltung. Und das hat mich sehr gefreut, es zu lesen, denn es passt sehr gut zu dem Leitsatz der Böll-Stiftung. Der Heinrich Böll hat gesagt, Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. Das ist jetzt eine Abwandlung davon, aber es zeigt einfach den Wert, die Bedeutung, die Einmischung für dich, für uns alle hat und für die Gesellschaft hat. Und von daher ganz herzlichen Dank, Welf, dass du dazu ermutigst und diesen Beitrag bringst und das weiter vorantreibst mit den Dialogprozessen, die du gerade genannt hast, mit den 30 generischen Kriterien, die es weiterzuentwickeln gilt. Klinken Sie sich ein in diesen Prozess, nehmen Sie Kontakt auf, nehmen Sie gerne auch Kontakt auf in der Form, dass Sie sich für den Newsletter vom Forum Soziale Technikgestaltung einschreiben, gerne auch in den Newsletter der Böll-Stiftung, damit Sie in unsere Informationen eingebunden werden über die Veranstaltungen, die wir anbieten und die Seminare. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend und Welf, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag zur Debatte. Er geht weiter, wir werden ihn weiterführen und sicherlich auch Strecken des Wegs gemeinsam, darauf freue ich mich. Herzlichen Dank. Ich danke meinerseits, danke dem Team und allen, die heute zugehört und mitdiskutiert haben. Und ich hoffe,
Wir sehen uns und treffen uns bei den weiteren Diskussionen erneut. Vielen Dank.